Hi Crypto Friends, hier ist Ken von CryptoTicker.io. Heute möchte ich euch eine Seite vorstellen, wie ihr Wale tracken könnt. Was sind Wale? Ganz platt ausgedrückt, Wale sind Wallet-Adressen mit sehr, sehr großem Vermögen. Als Beispiel habe ich jetzt den 9GAG-CEO genommen. 9GAG sollte wahrscheinlich jeder kennen, ist eine Plattform, wo sich die Menschen über Memes austauschen könnt oder erstellen könnt. Die Instagram-Seite hat ca. 50 Millionen Follower und die wollen jetzt auch im Crypto-Space etablieren. Zunächst geht der erstmal auf Twitter und schaut dann nach jeweiligen großen Namen. Wenn ihr dort ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, mehr unterwegs sein, kennt ihr schon einige Namen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt jeden User mal ausrufen oder den ihr kennt und dann eben halt ausspionieren. Und zwar geht ihr, also zunächst müsst ihr erstmal gucken, ob das die richtige Person ist. Und dann hat der hier uns schon die Arbeit leicht gemacht, indem ihr mal auf den Link klickt. Dort werdet ihr weitergeleitet auf OpenSea. Dort ist seine Wallet hinterlegt. Hier haben wir zwei Adressen, aber das sind zweimal die identischen. Und dann klickt ihr auf Kopieren. So, die Seite, die ich euch vorstellen wollte, heißt zepper.fi. Den Link tue ich euch in die Beschreibung. Und zwar, wenn ihr auf der Seite seid, dann müsst ihr die Adresse, die ihr kopiert habt, hier in der Suchleiste reinkopieren. Das mache ich jetzt mal. Dann zack, habt ihr schon die Wallet-Adresse von dem, beziehungsweise habt ihr sein Portfolio. Ihr müsst euren MetaMask nicht hier verbinden. Wenn ihr das verbunden habt, könnt ihr einfach den 9GAG-CEO tracken, indem ihr einfach auf Folgen drückt. Aber ihr könnt das auch so lassen. Hier sieht man dann quasi eine Übersicht. Zum Beispiel hat er hier ein Nettovermögen von 1,3 Millionen auf seiner Wallet, also die Adresse hier. Und wenn ihr zum Beispiel auf NFTs geht, könnt ihr hier seine ganzen NFT-Sammlungen sehen. Hier könnt ihr dann aussuchen zwischen Einzeln oder Sammlung. Und wenn ihr dann auf Sammlung geht, könnt ihr die ganzen Sammlungen sehen. Plus, wie viele NFTs der von der Sammlung hat. Zum Beispiel, wenn ihr bei Bored Ape Yacht Club guckt, hat der ein NFT drin. Und zum Beispiel hier steht auch, Schätzungswert ist 134.000. So, wenn ihr dann zum Beispiel auf Cardo Kings klickt, können wir hier mal schauen, dann könnt ihr auch gucken, welche NFTs der genau hat. Ne? Und ja, das war's eigentlich auch schon. So, können wir noch mal auf Portfolio gucken, dann könnt ihr auch gucken, welche Währung er gerade in Besitz hat oder in welche Mitgliedschaften der ist. Also ich denke mal, das ist eine sehr, sehr coole Seite. Die Seite wollte ich euch einfach nur vorstellen und auf der Seite könnt ihr so viele Sachen machen. Also ich denke, dass ihr mal die Seite auschecken sollt und einfach rumexperimentieren oder euch mal. Vielleicht habt ihr auch Freunde oder so, die ihr auch spionieren wollt. Einfach die Wallet-Adresse kopieren und das dann in die Seite reinfügen. Ansonsten, ja, wie gesagt, das Video gerne teilen, den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Ansonsten wünsche ich euch dann eben halt noch sehr, sehr viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.